Sie wohnen künftig in gehobener Lage inmitten der begehrten Hamburger Walddörfer und umgeben von Grün- und Waldflächen, hochwertigen Einfamilienhäusern und herrschaftlichen Villen. Hier bietet sich Ihnen die Gelegenheit, inmitten eines gewachsenen Wohngebiets auf einem ca. 1010 Quadratmeter großen Grundstück einen Neubau zu realisieren. Ein Einzelhaus mit bis zu 2 Wohneinheiten können Sie hier laut Bebauungsplan errichten. Derzeit steht auf dem Grundstück ein kleiner und für heutige Ansprüche ungünstig geschnittener Altbestand ohne Keller aus den 50er Jahren mit einem Anbau aus den 70er Jahren. Dieser wurde aufgrund des schlechten Zustands als nicht erhaltungswürdig eingestuft. Vor einer Neubebauung müsste dieser auf Kosten des Käufers abgebrochen werden. Das Grundstück bietet mit dem alten Baum- und Heckenbestand viel Privatsphäre. Hinter dem Grundstück verläuft zudem eine öffentliche Parkanlage, die als Abgrenzung zur dahinter verlaufenden Bahnstraße, der U1, dient. Durch den hier vorhandenen Wanderweg ist das Grundstück nahezu uneinsehbar. Hier wäre natürlich auch ein eigener Zugang zum Weg denkbar, wodurch Sie wunderbar direkt Freizeitaktivitäten wie beispielsweise dem Joggen nachgehen können. Folgende Bebauungen wären bezogen auf die bebaubare Grundfläche und den nahezu rechteckigen Grundstückszuschnitt naheliegend. Ein großzügiges Einzelhaus, ein Einzelhaus mit 2 Wohneinheiten und ideeller Teilung nach Wohnungseigentumsgesetz WEG. In der Bildergalerie finden Sie eine Planungsidee des Architekten für ein Doppelhaus mit insgesamt 180 Quadratmetern Grundfläche zuzüglich Terrassenflächen. Angeboten wird hier das Grundstück als Baugrundstück für eine Neubebauung und ohne Baubindung.